Hi zu Lucky Recipes. Heute machen wir ein Backhähnchen mit einer leckeren Cashew-Soße. Und passend dazu gibt es einen Orangen-Basmati-Reis und einen Feldsalat mit Granatapfel und Masala-Croutons. Das Besondere an dem Rezept ist es eigentlich eine deutsche Kochtechnik, der wir durch die Zutaten eine indische und orientalische Note verleihen. Und wichtig dabei war uns, dass ihr die Zutaten alle in einem gut sortierten Supermarkt findet und dass die Zubereitung einfach ist. Also ein perfektes Essen für Festtage wie zum Beispiel Weihnachten. Am besten mariniert ihr das Hähnchen einen Tag zuvor. Wir verwenden heute ein anderes Verhältnis für unsere Ingwer-Knoblauch-Paste, und zwar mehr Ingwer als Knoblauch. Die haben wir einfach mit einem Mixer und ein klein wenig Wasser fein püriert. Dann braucht ihr noch Joghurt, wir nehmen einen cremigen mit 3,8% Fett und als Gewürze Fenchel, Kreuzkümmel, ein bisschen Kurkuma-Pulver und Salz. Alles gut miteinander verrühren und dann das Hähnchen mit der Marinade einreiben. Je gründlicher ihr das macht, desto besser wird das Endergebnis. Mariniert das Hähnchen auch von innen, damit der Geschmack von beiden Seiten einziehen kann. Stellt euer Hähnchen dann für mindestens 5 Stunden kalt, aber idealerweise kann es über Nacht ziehen, weil das macht nochmal einen großen Unterschied. Am nächsten Tag könnt ihr etwa 1 bis 2 Stunden vorher die Cashews einweichen und die Safransahne vorbereiten. Ihr werdet sehen, die Rezepte lassen sich mit wenig Aufwand zubereiten, wenn ihr ein wenig vorplant. Das Hähnchen hat jetzt gut durchgezogen und das ist wichtig für den Geschmack, dass der ganze Ingwer, der Knoblauch, die Gewürze schön durchziehen. Dann wird es besonders aromatisch. Und was auch wichtig ist, ihr solltet das Hähnchen mindestens 1 Stunde vor Backbeginn wieder aus dem Kühlschrank holen, weil so lässt sich das viel gleichmäßiger backen. Wir haben hier eine ofenfeste Bratpfanne mit Deckel und das ist sehr praktisch, weil wir können schon hier drin auf dem Herd unsere Gewürze anbraten und dann kommt das Huhn hier rein, Deckel drauf und in den Ofen. Und weil die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, bleibt das Huhn schön saftig. Den Ofen heize ich vor auf 200 Grad Umluft und wenn er heiß genug ist, kommt dann das Hähnchen rein. Und während der Ofen warm wird, braten wir unsere Gewürze an, so wie wir es auch für unsere indischen Gerichte machen. Okay, die indischen Lorbeerblätter findet ihr nicht in einem normalen Supermarkt, aber stattdessen könnt ihr ein europäisches Lorbeerblatt nehmen. Dann legen wir das Hähnchen mit der Brustseite nach oben in den Bräter, sodass es einmal von unten scharf angebraten wird. Das Huhn während dieser Zeit nicht mehr bewegen und auch nicht wenden. Nach etwa 2 Minuten legen wir die halbierten Schalotten mit in den Bräter. Die braucht ihr nicht sorgfältig anbraten, wie zum Beispiel Zwiebeln, das spart Zeit. Und die milden Schalotten passen tatsächlich besser zu unserer Soße, die wir herausgefunden haben. Lasst das Huhn noch weitere 2 Minuten braten, bevor ihr es in den Ofen schiebt. Das Huhn sollte im vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen. Jetzt sind ungefähr 30 Minuten um. Ich schau mal kurz rein. Da hat sich schon Form abgesetzt und das kann ich jetzt hier noch mal ein bisschen drüber geben. Wirklich heiß. Zudecken. Während das Huhn im Backofen ist, kümmern wir uns um den Salat und den Reis. Der Basmati-Reis bekommt heute eine leckere Orangennote. Dafür reiben wir etwas Schale von einer Bio-Orange und pressen den Saft aus. Wir haben es auch schon mit gekauftem Saft probiert, aber wir fanden das Endergebnis sehr sauer. Die groben Fruchtstücke holen wir raus. Wenn noch etwas feines Fruchtfleisch drinnen bleibt, ist das okay. Ich habe hier übrigens noch ein bisschen Wasser dazu gemischt. Genauer gesagt nehme ich 2 Teile Orangensaft und 1 Teil Wasser. Dann wenden wir die Bratmethode für den Reis an. Dafür haben wir den Reis gut gewaschen und nur für 10 bis 15 Minuten eingeweicht. Nicht zu lange einweichen, sonst kann er beim Braten kaputt gehen. Lasst den Reis anschließend gut abtropfen. Ein ausführliches Reiskochen-Video haben wir euch verlinkt.
achtet beim Braten darauf, dass ihr nicht rührt, sondern dass ihr den Reis mit einem Spatel von unten anhebt und dann quasi faltet. So kann er nicht kaputt gehen und er wird trotzdem gleichmäßig angebraten. Ein bisschen Kurkuma für extra Leuchtkraft mit wenig Salz dazugeben und dann könnt ihr nach 2 Minuten den Orangensaft hinzufügen. Lasst den Reis einmal aufkochen und schaltet dann auf niedrige Stufe. Sobald die Flüssigkeit eingesogen ist, könnt ihr die jetzt ausmachen und den Reis ausquellen lassen. Jetzt kümmern wir uns um die Masala-Croutons. Vom Salat machen wir nur eine kleine Portion für 2 Personen. In der Infobox findet ihr die Zutaten aber für 4 Personen. Mörsert die Chiliflocken mit dem Kreuzkümmel und gebt Knoblauchpulver, Salz und Paprikapulver dazu. Für die Masala-Croutons schneiden wir eine Scheibe bereits getoasteten Toast in Würfel und braten ihn mit Gewürzen an. Zum Braten nehmen wir hier nur 1 Esslöffel Ghee, aber mit 2 Esslöffeln wird es noch besser schmecken. Wendet den Toast so lange, bis er die Ghee-Masala-Mischung aufgesaugt hat und noch leicht nachbräunt. So bekommt ihr schöne, krosse und würzige Croutons. Unter das Dressing nehmen wir auch Orangensaft, rühren ihn mit den restlichen Zutaten zusammen und dann können wir uns auch schon wieder um unser Huhn kümmern. Das Huhn war nochmal 20 Minuten im Ofen und kommt gleich nochmal für 5 Minuten unter den Grill. Aber vorher brauchen wir den Fond, um die Soße fertigzustellen. Die großen Gewürze werden entfernt und dann kommen die Cashews mit ein paar Esslöffel von dem Einweichwasser mit rein. Außerdem habe ich noch einen Schuss Geflügelbrühe aus dem Glas mit reingegeben, damit wir mehr Soße haben. Püriert eure Masse mit einem Stabmixer, bis sie schön gleichmäßig ist und dann gebt ihr eure Safransahne dazu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Soße nach Bedarf mit angerührter Speisestärke andicken. Lasst die Soße kurz einkochen und dann verfeinert ihr sie mit einer Prise frisch gemahlenem Kardamom und etwas Zucker und schmeckt ab, ob noch Salz gebraucht wird. Die Soße ist innerhalb von 5 Minuten fertig, also genauso lange, wie das Huhn noch im Backofen benötigt. Das war eigentlich schon die ganze Arbeit und unser kleines Festtagsmenü ist fertig und kann angerichtet werden. Ach, ganz vergessen, die geriebene Orangenschale haben wir noch über den Reis gegeben. Nur eine Prise, viel braucht man gar nicht. Leute, die Soße und das Huhn schmeckt einfach richtig, richtig köstlich und der Reis mit dem Salat passt einfach perfekt dazu. Das Fleisch ist wunderbar saftig geworden und dank der Marinade, die einen Tag durchgezogen hat, schmeckt dieses Brathähnchen garantiert anders, als ihr es kennt. Wir hoffen, euch hat unser kleines Festtagsmenü gefallen und ihr seht, mit ein paar wenigen Änderungen lässt sich ein bekanntes Rezept wieder komplett abwandeln. Wir hoffen, ihr habt Spaß damit und dann sehen wir euch beim nächsten Video. Tschüss!